Heute, was geht ab, Leute, Junge? Es ist 8:18 Uhr, Unterricht fängt in 12 Minuten an. Dann habe ich eine kleine Präsentation mit einer Freundin. Danach mache ich eine Arena, wo ich nur noch 9 habe, eine verloren. Und dann muss ich meine Bachelorarbeit abgeben. Schauen wir mal. So, Referat chillig überstanden, kein Problem. Hier seht ihr eine Arena, die war eigentlich Level 6 oder 7 rot. Wollte ich jetzt in der Freistunde platt machen mit einem Kumpel. Ist was dazwischen gekommen. Dann hat er sie alleine platt gemacht. Wollte mich gerade dazustellen. Da wurde sie auch schon wieder rot. Die machen wir jetzt schnell, weil ich genau 9 Münzen habe, 9 Arenen. Gestern Abend eine verloren, aber echt keine Zeit zur Zeit für Arenen. Deswegen mache ich die jetzt schnell. Und dann gebe ich die Bachelorarbeit ab und dann habe ich noch einen Teil. Kleinen Kurs und dann schauen wir mal, was so geht. Am Abend muss ich ein Referat vorbereiten für Sonntag, aber bis dahin. Kleiner Umweg, weil ich einen Trattini auf Settings gesehen habe, richtig saftig. Hab's den Kollegen auch geschickt, er hat direkt gefragt, welcher wie. Wir können jetzt lügen und sagen, krasser wie, damit er leidet. Er sitzt gerade hier in der Nähe in der Bib. Richtig saftig. Trattini kann man immer gerne mitnehmen. Aber jetzt gehen wir die Bachelorarbeit abgeben. IV-Check. Ah, schlechteste. Für alle, die sich gefragt haben, wieso ich mit so einem schlechten Team gekämpft habe, liegt daran, dass ich gerade sehr, sehr viele verletzte Pokémon habe, sehr viele Tote, keine Zeit zum Heilen, also keine Zeit zum Spielen und dementsprechend nicht viele Tränke am Start, aber jetzt habe ich wieder ein paar gesammelt in den letzten paar Tagen, das heißt, wir gehen die jetzt ein bisschen heilen. Endlich gefunden, aber Donnerstag 14 bis 16 Uhr, oder 12 bis, Moment, genau, 14 bis 16 Uhr, sprich ich kann jetzt in den anderen Unterricht gehen und danach das abgeben, richtige Action hier. So, kleiner Sprung nach Hause, sind stehen geblieben beim Heilen, hab meine ganzen Pokémon, soweit es geht, geheilt. Damit ich wieder Platz im Beutel habe und damit ich halt wieder kämpfen kann, aber hauptsächlich damit ich wieder Platz im Beutel habe, damit ich während des Unterrichts schön die zwei Stops, wo ich dazwischen sitze, abfahren kann mit dem Plus. Und während ich das gemacht habe, kam die Neuigkeit rein über das Event. Erstmal wurde das jetzt bestätigt. Am Anfang gab es Verwirrung, weil der deutsche Text gesagt hat 3. Juli. Und das war irgendwie ein Fehler. 13. Juni, das steht jetzt richtig dort. Fängt das Event an, also am Dienstag. Perfekt. Und noch zwei andere Neuigkeiten zusätzlich wurden erwähnt. So, weitere Neuigkeiten sind zum einen was zum neuen Arena-System Update. Und zwar, dass die für eine Zeit lang ausgeschaltet werden. Also manche machen Panik, bla bla, ich kann in der Zeit nicht auscashen oder so. Aber ich denke, das wird nicht so lange dauern, also ein, zwei Tage, denke ich mal. Deswegen, alle Leute, leidet's nicht. Und zweitens, die geben einem davor dann Bescheid, wann das anfangen soll und dann weiß man, wann man das letzte Mal auscashen kann. Also noch lohnt es sich, ein paar Arenen zu machen und da Münzen einzusammeln. Aber natürlich jetzt nicht so viel Mühe und Arbeit reinstecken wie davor. Bis dahin nur das Allernötigste machen
Also für alle, die so 20, 30 Arenen immer haben, chillt's mal eine Runde. Und dann, was noch angekündigt wurde, sind Events. Das erste offizielle Event in Chicago, glaube ich. Genau, Chicago, Illinois. Irgendwann Mitte Juli. Wo ich wahrscheinlich nicht hinfahren werde, aber das wäre schon echt geil. Schauen wir mal, was dort alles passieren wird. Ich glaube nicht, dass da irgendwas sehr, sehr Spezielles bekommt, wie legendär oder so, weil es halt nur ein Ort ist. Aber in Japan soll auch noch was stattfinden. Und in Europa, Moment. Und in Europa gibt es halt diese Unibail Malls, Einkaufszentren, da wird auch was passieren, aber die haben mich bisher nicht beeindruckt, weil zum Beispiel Parsing gehört dazu. Und Parsing hat uns schon sehr, sehr oft enttäuscht, also schauen wir mal, was da abgeht. Ich bin skeptisch. Das waren die Neuigkeiten. Es scheint eine Menge zu kommen. Bisschen Action mal wieder. War in letzter Zeit doch recht langweilig, aber jetzt kommen ein paar Änderungen. Jetzt kommt frischer Wind ins Spiel. Schauen wir mal. Also ich gehe jetzt schnell noch eine Arena pushen, die wir heute Abend verloren haben. Dann habe ich wieder meine 10. Das sollte erstmal reichen, bis das System hoffentlich bald kommt. Dann schauen wir mal. So, bei der Arena angekommen. Oder fast. Muss ich das noch einfügen ins Video, weil es ein bisschen kurz ist sonst. Auf dem Weg hier ein Terrasse geschlüpft. Wie ihr sehen könnt, meine gelben Jungs haben hier gute Arbeit geleistet und die zurückgeholt, die Arena, und ein wenig gepusht. Stellen wir mal unseren Mutanten Dragoran rein. Gut zum Trainieren, da er sehr hoch ist und halt Dragoran ist mit Doppelschwäche. Das ist so leidend. Jedes Mal kommt dieser Ausweichfehler und die Arena laggt so hart. Also das müssen die nach dem Arena-Update auch dringend bearbeiten, beziehungsweise hoffentlich ist es nach dem Arena-Update dann weg, weil das ist so ätzend. So, kurze Unterbrechung, weil ich jemanden getroffen habe, und zwar den 35er hier, Master 1 Tony. Hat sich mit reingesetzt, war auf der anderen Seite im Auto, hat sich mit reingesetzt und sogar noch ein bisschen trainiert. Also Respekt dafür, das macht nicht jeder. Viele setzen nur rein. Das ist auch das Problem, wieso Arenen schnell fallen, vor allem bei Gelben. Hab mit ihm gequatscht, wollte ihn natürlich rekrutieren für mein Gebiet hier. Aber er kommt nicht von hier. Er arbeitet nur hier und hat jetzt nach Feierabend mal ein paar reingesetzt. Für seinen Sohn, weil er keinen Bock mehr hatte, immer Geld auszugeben für die Münzen, für seinen Sohn. Hab ihn zu der anderen Arena geschickt, die ist Level 8 noch. Kann er sich da schön reinsetzen, auch wenn unten ein Hightergas, also das könnte ein bisschen länger dauern. Aber schade, fast einen neuen für mein Team rekrutiert, aber schön immer Leute zu treffen, kurz mit denen zu quatschen, schauen, woher die kommen und sowas. Ich trainiere die jetzt noch auf. Also 8 auf jeden Fall, vielleicht 9. Schauen wir mal. Lag halt bis böse hart, aber schauen wir mal. Was heißt busy auf Deutsch? Beschäftigt. Sehr beschäftigter Tag. Der nächste Kollege, der hier ist und sich reinstellt. Gerade einen neuen getroffen, der das Lab, was hier reingesetzt hat. Ja, der Chris. Ich zeig mal nicht, was er da reingesetzt hat. Ein sehr abnormal krankes Despotar. Hast du vom neuen Arena-Ding gehört? Es gab ein paar News, also erstmal Event wurde angekündigt, also bestätigt. Dass die ganzen Leute rausgeschmissen werden aus der Arena. Und dann eine Zeit lang sind die erstmal inaktiv. Man weiß nicht wie lange, und danach soll das neue System dann eingeführt werden. Deswegen erstmal mit Arena chillen. Ich mach das nur, weil ich das meine 10. hier ist. Ja, dann auch. Ja. So, das war's. Event ist jetzt offiziell angekündigt. Mehr zum Arena-Update ist jetzt auch bekannt. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Und natürlich auch von den Arenen. Die werden jetzt resettet, man weiß mehr davon. Werdet ihr leiden? Oder findet ihr das gut? Alles unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab und folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon und CS Business.